Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin auf dem Weg zum Nutbush Forest, treffe da gleich Thomas und ein paar Jungs aus Olpe. Wenn der Thomas schon mal hier ist, dann fahre ich da auch hin. Ich bin heute übelst am Arsch von der Diät und allem, deswegen bin ich mit dem E-Bike unterwegs. Es ist ganz komischer Eisregen, echt eklige Voraussetzungen, aber wenn der Thomas schon mal hier ist, fahren wir da natürlich hin. Außerdem track ich heute mit meiner Fitbit mal die Kalorien, die ich verbrenne mit dem E-Bike auf so einer kleinen Tour, weil ich ja beim Rad hinfahre. Finde ich auch ziemlich spannend, werde ich euch am Ende auflösen und ich bin sehr gespannt, wie es sich mit dem E-Bike ja, da springen lässt. Ich werde nichts Wildes machen heute, denke ich mal, weil ja, ich einfach nicht richtig fit bin. Und es sind auch so kleine Drops und Drops habe ich ja auch noch nicht viel gemacht mit dem Ding. Deswegen eigentlich eine ganz gute Option, das alles mal auszutesten. Bis gleich. So Leute, ich bin fast da. Ich bin auf jeden Fall gut warm, bin noch fast nur im Eco-Modus gefahren, bis auf einen einzigen Berg im Tour-Modus. Und ich glaube, da habe ich schon ein paar Kalorien verbrannt. Ja, ich bin gespannt, ob die Jungs schon alles gesendet haben da. Ich glaube, der Thomas ist mega hyped gewesen. Ich wollte eigentlich eh auch mit dem Convoy kommen. Dann hat er sich doch für Snorko entschieden, weil er Bock auf Springen hat. Das bedeutet, das ein oder andere Ding wird er da mit Sicherheit heute reißen. Ja, ich radel jetzt mal runter. Dann gucken wir mal, wer alles da ist, was die so fahren und was wir heute so fahren. Ja. Ne? Na Leute. Oh. Du siehst genauso müde aus wie ich. Ja, ich bin so am Arsch. Das ist doch ideale Grundvoraussetzung. Hi. Hi. Dann ich dachte, wir tauschen heute mal Fahrräder gleich. Du kannst damit bergauf und ich fahre dann damit bergab. Ja, das ist ein gutes Training für mich. Bist du auch so früh ins Bett wie ich? Ich habe so Schlafprobleme in letzter Zeit. Oh. Ja, du musst dann einfach vielleicht körperlich ein bisschen mehr machen, damit du schlafen kannst. Ja, ich habe ja mein Trainingspensum voll hochgeschraubt. Ich habe eine Diät so auf 1800 Kalorien. Das sieht einfach alles wieder so heftig aus. Jedes Mal, wenn ich hier bin, sieht das wieder schlimmer aus. Ja, ist auch so, ja. Weil ich da mehr Abfahrten wenn schaffe. Wenn du bei dem Wetter fährst, es geht tatsächlich nichts über diese scheiß Schutzbleche. Ja, aber das sieht schon echt nicht so cool aus, ne? Ja, aber andererseits, wenn du jetzt allein im Wald bist, ist das nicht eigentlich egal, wenn du ehrlich bist. Wie ist das denn beim Springen? Du bist nicht viel gesprungen, ne? Na gut, ich bin den Drop da von der Mauer runtergesprungen. Klappert dann so halt. Ich glaube, dann kommt, aber nur weil ich diese Verlängerung drauf gemacht habe, innen zum Dämpfer hin, ich glaube, da klappert das. Aber dreckmäßig ist das genial. Was dein Schlamm? Oh Gott! Ach oh Gott! Schlamm! Ah, okay. Ah, cool, ihr habt sogar so einen Zaun hier hingemacht. Ja. Richtig okay, gut. Das Stück wird auch noch zugemacht, wenn hier schon ein Stück frei ist. Aber dafür habe ich hier direkt einen Crankflip gemacht. Oh. Ja, Alter! Mal. Runter zu der Line da. Das sieht auch komplett anders aus jetzt. Das sieht auch komplett anders aus. Ich mache jetzt erstmal den kleinen. Aber ich nehme eh den kleineren Job. Scheiße. Ach du Scheiße. Die Landung von dem Drop ist nicht so schön. Vom Großen? Ja. Aber ich bin fast vorher gekommen hinten.
Ja. Ein bisschen mehr Speed zu lassen. Ich glaube, der hat gepasst, ne? Den gedabbelt. Den machen wir als nächstes. Und halt so, keine Ahnung, keine 2 Meter. Oh. Und da habe ich halt so. Oh. So fühlt sich dann Single Speed an. Schaut von da immer los, genau, dass man so ein bisschen runterfahren kann. So fühlt sich dann Single Speed an. Boah, ist das leicht. Das ist einfach leichter als das Talk. War der Plan. So, ab geht's, Daniel. Ja. Okay, check. Alter, okay. Da hat der Thomas sich das Fokus geschnappt und jumpt jetzt hier rum, fährt zack zack hoch, aber ich habe das Norco. Aber mit Single Speed hier in dem Spot bei dem Wetter ist echt ein bisschen anstrengend. Egal, Runde 2. Leute, eigentlich macht der Spot mir mittlerweile immer mehr Spaß, wenn ich das mit Ruhe angehe so und ohne Druck vor allem Dingen. Aber ja, besonders halt, weil Thomas, Dennis, die anderen alle da sind, ist einfach entspannt. Man kann so ein bisschen quatschen zwischendurch und es ist nicht nur irgendwie Training, sondern halt irgendwie Leute treffen. Aber ich bin schon echt müde. Ich glaube, so lange mache ich tatsächlich nicht mehr. Bevor es richtig anfängt zu regnen, würde ich eigentlich gerne nach Hause und vor allem das Rad kurz zumindest waschen. Weil morgen geht es auf jeden Fall nochmal auf Trails. Ja. Ja. Nochmal. Geht ab. Und alles fit? War ich schon übelst müde, weil ich so spät erst gepennt habe. Aber ich dachte so, komm, wir müssen mehr Rad fahren. Ja, toll. Und Thank you.
okay, es geht weiter. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich überhaupt irgendeinen Impuls gegeben habe. Und die Landung ist auch kein Problem. Nö. Schnell oder langsam fahren? Ich kann es mal nicht mehr ziehen, aber ich kann dir die Geschwindigkeit zeigen. Ja. Ich sehe ja nicht. Schaffe ich das auch? Ja. Okay. Einfach drüber. Einfach drüber fahren. Ja, easy. Echt easy. Aber man hat schon ein bisschen so ein Drop-Feeling, ne? Das ja. Schon. Leute, ab nach Hause. War ein erfolgreicher Tag, viel besser als ich dachte. Ich hatte ja echt ein bisschen Sorge, dass ich einfach viel zu müde sein werde, aber es war echt gut und habe jetzt drei Stündchen oder so gemacht. Den Marcel noch getroffen, deswegen hat es ein bisschen länger gedauert. Auch den Emil wieder gesehen, viele Leute neu wieder getroffen. Justin, Tan waren da, richtig cool. Bin jetzt nicht mit allen gefahren, aber cool nochmal alle Leute einfach zu sehen. Und Leute, hat einfach gut getan, am Rad zu sein. So ist es einfach. Und ich bin ins Norco gefahren von Thomas. Alter, das ist so ein geiles Fahrrad, hey. Das hat so Bock gemacht, mit dem Fahrrad da die zwei Abfahrten zu machen. Aber ich habe ja gerade das neues Bike. Aber wir tracken gerade noch die Zeit, also die Kalorien, bis ich zu Hause bin. Und dann melde ich mich nochmal und sage euch, wie die Kalorien aussehen beim Verbrannt im Tourmodus. Ganz entspannt. So Leute, ich bin frisch umgezogen, noch nicht geduscht, aber umgezogen und wollte euch mal kurz Feedback geben, wie das aussieht mit dem E-Bike. Als ich natürlich hingefahren bin, habe ich getrackt, plus habe dann auch noch ein paar Abfahrten mit Dings gemacht und hatte da halt echt auch höhere Pulsfrequenzen. Auf der Rückfahrt muss ich allerdings sagen, habe ich mir auch ein bisschen Entspannung gegönnt. Bin dann auch später im Turbo-Modus den letzten Berg hochgefahren. Das hätte ich mir natürlich sparen können, aber was soll's. Und habe da knappe 130 Kalorien, glaube ich, verbrannt. Ich blende euch das hier mal ein. Und in 23 Minuten oder so. Das ist nicht gut. Das schafft man eigentlich mehr, wenn man viel im High-Intensity-Bereich ist. Was man allerdings sieht, ist halt, dass man wirklich sehr, sehr lange in der Fettverbrennung ist. Das ist halt, weil man im aeroben Bereich trainiert. Da ist der Puls niedrig, man hält die Belastung aber dafür lange durch und hat halt eine viel höhere prozentuale Fettverbrennung. Was für mich jetzt nicht so besonders wichtig ist persönlich, weil ich möchte einfach nur viel Kalorien verbrennen über die Zeit, damit ich mehr essen kann, weil das ist gerade für mich echt am stressigsten, weil ich oft Hunger habe. Vorher der Hinweg plus dann das bisschen da rumfahren, bisschen hüpfen, hatte 500 Kalorien verbrannt, also viel mehr, weil mein Puls einfach viel höher ist, wenn ich da so Abfahrten mache und sowas. Und oh, danke. Ich denke, das liegt einfach daran, dass der Puls da höher ist, logischerweise. Aber ich finde auch persönlich halt, es ist halt nicht anstrengend, nur bergab zu fahren. Muss ich halt ehrlich zugeben. So auf dem Level, dass das für mich easy peasy ist, ist es nicht aktuell. Es ist schon viel besser geworden, aber noch nicht Optimum. Ja, alles in allem, aber die Tour, wo ich getrackt habe, waren jetzt auch 600 Kalorien verbrannt. Das ist auch in Ordnung. Und yes! War cool. Ich freunde mich immer mehr mit dem Fokus an und bin auch immer mehr zufrieden so langsam. Ich denke, wir werden noch gute Freunde werden mit der Zeit. Und das Norco vom Thomas, Leute. Das war so geil zu fahren. Hammer Fahrrad, ey. Naja, abonnieren nicht vergessen, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video natürlich wieder. Bis dahin, macht's gut.
Ciao, ciao.